Ich sag nur Flop der Straßburg-Woche im November 2019. Wir diskutieren und wir stimmen ab, dass in der gesamten EU alle Mitgliedstaaten die Istanbul-Konvention unterschreiben und ratifizieren sollen. Die Istanbul-Konvention, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag darüber, dass private Gewalt niemals privat sein kann, dass private Gewalt die Gesellschaft betrifft und dass wir private Gewalt gegen Frauen stoppen müssen. Die Istanbul-Konvention. Wir stimmen ab im Plenarsaal. Wir kämpfen dafür und wir bekommen eine Mehrheit, dass Europa die Istanbul-Konvention unterstützt. Und am gleichen Tag und deshalb für mich der Flop der Straßburg-Woche im November 2019, am gleichen Tag stimmt das Parlament in der Slowakei gegen die Istanbul-Konvention. Sie stimmt gegen den Schutz von Frauen. Sie stimmt dagegen, dass private Gewalt als nicht privat betitelt wird. Und sie glaubt, das alles zu tun, um Familien zu schützen. Da kann ich nur sagen, Flop der Woche.